Einen wunderschönen guten Abend und Prost an alle. Ich hoffe, ihr hattet bisher einen wunderschönen Tag, habt das tolle Wetter genossen. Heute war es ja mal wieder so richtig, richtig warm. Ja, ich warte mal noch so ein, zwei Minuten. Vielleicht kommt ja noch jemand mit dazu. Vielleicht hat ja jemand auch Lust, mit mir live zu gehen. Ich möchte gerne mit euch eine Kundenbestellung aus den Montagsangeboten auspacken. Und ich möchte euch unseren Sensi Go vorstellen. Das ist ja im Moment das Highlight schlechthin. Weil eben auch viele fragen, wie ist das im Sommer? Macht man im Sommer auch Lampen an? Hat man da auch Duft? Natürlich hat man auch im Sommer die Lampen an, weil ich möchte ja auch, dass es im Sommer bei mir gut riecht. Natürlich. Hallo Luisa. Genau, eine Kundenbestellung. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Und schauen mal in die Kiste. Als erstes war in den letzten Montags, nein, nicht in den letzten, also nicht von jetzt am Montag, sondern die Woche davor, habe ich eine Duftblume, Hibiscus Pineapple. Das ist der Ring, der nachher dann oben auf die Flasche drauf kommt. Das ist das Gläschen mit dem Öl drin. Also ihr seht, die sind auch richtig voll. Das ist nicht nur mal so eben halb, dreiviertel. Hallo Svenja. Genau, und der Ring, wenn das hier oben dann ab ist, also ich kann das jetzt nicht aufmachen, weil das eine Kundenbestellung ist, der kommt dann da oben drauf. Und hier haben wir die Blüte dazu. Ich will den Karton nicht kaputt machen. Das ist die Blüte dazu, die nachher hier reinkommt, sich mit dem Öl vollsaugt und über die Blüte nachher den Duft abgibt. Genau. Und das ist die große Blüte, das ist unsere Buttercup Belle. Genau. Tun wir das wieder schön ordentlich verpacken. Die Blüte ist übrigens aus Solarholz, das ist ein natürlicher Rohstoff. Jetzt kriege ich das natürlich hier nicht wieder zu, so wie ich mir das vorgestellt habe. Doch, geht jetzt. Hallo Kilian. Genau, packen wir das tolle Stück wieder da ein. Ring wieder drauf und einmal zu. Genau, unsere Duftblume. Dann haben wir, es sind zwei Mini-Duftlampen bestellt worden. Zeige ich euch natürlich auch. Ich darf sie auspacken, ich habe das mit der Kundin abgesprochen. Es ist einmal die Crowned in Gold. Packen wir gleich aus. Ich glaube, die hatte ich aber schon auch mal gezeigt. Und wir haben die Salerno. Wir fangen am besten mal mit der Crowned in Gold an. Genau. Die
Background in Gold. Ich rufe mir den natürlich dann hier auch direkt über den PC mal auf. Och, mir juckt die Nase. Damit ich euch auch sagen kann, wie groß die ist. Und die hat ein wunderbares Licht. Ja, ich glaube, die hatte ich euch auch schon mal vorgestellt. Das ist die Crowned in Gold. Also so im Licht, Regenbogenfarben. Ne? Das ist so ein geometrisches Glas. Ein warmes Licht ist 10 cm groß und ist aus Glas und hat hier oben diesen goldenen Ring. Genau. Da ist dann jeweils auch eine Base dazu. Bei der Glas ist es die runde, weil das zum Schrauben ist. Habe ich im Video auch schon mal erklärt. Genau, das ist also kein Hexenwerk. Glühbirnchen rein, den Schirm oben drauf geschraubt, ab in die Steckdose und es duftet. Genau, dann haben wir, wo habe ich sie jetzt hingetan? Ach hier, dieser Lerno. Hallo Andrea. Autsch. Dieser Lerno ist auch aus den Montagsangeboten gewesen. Ihr bekommt die Lampen natürlich jetzt auch noch im Shop, ne? Aber zum regulären Preis. Hier sind natürlich dann auch wieder unsere Silikonringe dabei. Bei YouTube findet ihr ganz viele Videos von mir, wo auch erklärt wird, wie eine Mini-Duftlampe zusammengebaut wird und wie das Ganze funktioniert. Dieser Lerno, das ist so, ja, die ist in weiß matt schlicht gehalten, also passt wirklich überall rein, würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Die ist 9 cm hoch und ist aus Keramik. Inspiriert von den traditionellen Motiven der süditalienischen Keramikkunst, setzt dieses geprägte geometrische Design ein schlichtes, aber beeindruckendes Statement. Die hat auch ein warmes Licht, wenn die an ist. Und ja, ihr seht ja hier auch die Löcher, wo das dann durchscheint. Genau, das ist dieser Lerno, die ist zum Stecken. Da bekommt ihr natürlich auch die Base dazu, die ist immer dazu, die muss nicht extra dazu bestellt werden. Ihr könnt aber dann natürlich von der Steckdosen-Base auf die Tischbase umsetzen. Geht natürlich auch, ne? Weil die Base gibt es auch einzeln im Shop. Hier ist jetzt irgendwie kein Zettelchen mehr dabei. Ist aber auch nicht so dramatisch. Genau, hallo Nicole. So, das sind die beiden. Die tue ich mir gleich mal gesondert weg. Das muss ich noch alles einpacken. Dann haben wir, es sind doch auch noch mal Bars bestellt worden, die natürlich auch ganz toll in meine Incentive mit rein gezählt werden. Ne? Poste ich euch nachher noch mal. 100 Bars und 25 Pots. Und wir können uns dadurch Sensi-Gartenstühle erarbeiten. Aber ich setze nachher da nochmal einen Post rein und dann zeige ich euch das nochmal. Und freue mich natürlich auf eure zahlreiche Unterstützung. Wir haben einmal Made for Melon. Wir haben einmal Magnolia Leinen. Wir haben einmal Pink Rhabarber Sugar. Und wir haben einmal Daydream Oasis.
Wir gucken auch nach der Duftbeschreibung, die ich euch dann gerne auch. Daydream Oasis kommt aus der frischen Kategorie und die Duftbeschreibung lautet: Verlieren Sie sich in süßer Melone und Visionen von leuchtenden Birnenblättern und Seerosen. Wäre natürlich dann auch ganz nett, wenn ich es aufkriegen würde. Ein so mega frischer Duft. So ein richtig cooler Badezimmerduft. Wir haben Pink Rhabarber Sugar. Oha, jetzt habe ich den aufgerissen. Das ist nicht so schlimm, ich habe den nochmal da. Pink Rhabarber Sugar. Ich lese euch mal die Duftbeschreibung vor. Rosa Rhabarber gesüßt mit prickelnder Himbeere und einer extra Portion Zucker. Also der ist aus der fruchtigen Kategorie. Wer auf fruchtige Düfte steht. Himbeere. Es ist süß, es ist aber nicht übertrieben süß. Halt ein Sommerduft. Magnolia Leinen, das ist ein Wäscheduft. Boah, mir juckt die Nase. Genau, inmitten eines Gartens mit Magnolien und Heckenkirschen tanzt sonnengewaschenes Leinen in der Brise. Das ist wie so frisch gewaschene Wäsche, kommt auch aus der frischen Kategorie. Und ist wirklich, der Duft erinnert mich an einen Weichspüler oder auch an ein Waschmittel. Ich komme da nicht wirklich dahinter. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß nicht, wie es heißt. Aber das ist so. Da kommt so die frische Brise raus, weißt du, wenn du Wäsche draußen hängen hast und die so im Wind wedelt und dir der Duft so in die Nase kommt, das ist einfach nur genial. Und wir haben Made for Melon, also wer auf Melone steht, der ist mit diesem Duft auch wirklich kommt auch aus der fruchtigen Kategorie. Oh, saftige, frisch geerntete Honigmelone ist mit Fräschen und wilden Mohn geschmückt. Also Fräschen ist ja immer so ein Ding, kribbelt ein bisschen in der Nase. Aber das ist wirklich Honigmelone pur. Genau. Dann haben wir, wir haben unseren Otis. Unser Otis. Also, ihr kennt garantiert schon unsere Verpackungen. Ne? Also, der ist definitiv meine. Da sind hier oben so Griffe dran. Wenn ihr das zum Beispiel verschenken wollt, müsst ihr das nicht noch in irgendwelches Geschenkpapier quetschen und irgendwelche Schleifchen drum machen. Ihr habt hier oben zwei Griffe und somit ist das Geschenk eigentlich schon fertig. Genau. Jetzt zeige ich euch mal dieses gute Tier, wenn ich dann mal den Karton aufkriege, der so nicht wirklich will. Unser Otis, unser Orang-Utan, so rum, der ist 41 Zentimeter groß. Hallo Florian.
Und der tollste Freund zum Mitnehmen. Der tollste Freund zum Mitnehmen. Natürlich bekommt ihr bei unseren Buddies, könnt ihr euch einen Sendpack eurer Wahl aussuchen, der dann hier hinten, mach doch mal auf, der dann hier hinten, jetzt habe ich ihm das Fell hier hinten eingeklemmt, dem armen Kerl, hier hinten dann reinkommt. Ne? Genau. Viele, ich habe auch schon von Kundinnen gehört, was heißt viele? Ich habe schon von Kundinnen gehört, die das als für die Zahnfee nehmen und dann da hinten so was Kleines da reinstecken und die Kinder dann morgens eine Überraschung haben. Hier muss man ein bisschen aufpassen mit dem Reißverschluss, sonst klemmt man das Fell mit ein. Aber der ist kuschelig, kuschelig weich und ein ganz süßes Gesicht. Die Öhrchen, genau, hier so. Genau, 41 cm groß. Ihr seht, wie groß der ist. Ne? Und das ist ein ordentlicher Kuschelfreund. Ich habe mir dazu meinen Lieblingsduft Make a Splash ausgesucht. Der ist, ach, das ist frische pur. Das ist frische pur, das ist Urlaub, das ist Meer, das ist ja, Strand. Einfach nur, das ist echt, das ist wirklich mein Lieblingsduft. Genau, den habe ich mir da dazu gewählt. Hier unten ist auch das Sensi-Logo. Genau. Sehr, sehr schön. Hier ist mehr so, das ist so Kurzstoff, aber so richtig weich. Hier habt ihr ja das Fell, ne? Hier ist auch nochmal, die Knöpfe sind auch, da kann überhaupt nichts passieren. Das kann doch nicht mal ein Kind abkauen. So sicher sind die Dinger hier dran. Also das ist, ja, richtig süß. Genau, unser Otis. So, das war die kleine, feine Kundenbestellung, die ich noch verpacken muss und verschicken muss. Dann, wo ich jetzt noch dazu kommen wollte, ist unser Sensi Go. Der ist im Moment ein riesen, riesen Hype. Weil, wie gesagt, viele auch danach fragen, gibt es denn auch irgendwas, wo ich Duft mitnehmen kann? Ja, kann man bei uns. Zum Beispiel mit unserem Sensi Go. Also das jetzt mal weggedacht, ne? Das habe ich mir selber drauf gemacht, der kommt ohne Aufkleber. Dann haben wir einmal den Sensi Go mit einem Dekoband in Silber oder mit einem Dekoband in Roségold. Den habe ich mir auch selbst beplottet. Oder besser gesagt, mein Mann hat es mir beplottet. Genau, nehmen wir mal den silbernen. Ihr habt, der ist, den lädt man auf. Ach, jetzt kriege ich diesen Schnipsel da unten nicht auf. Da unten kommt nachher das Kabel rein. USB. Einmal aufladen. Er hat eine Akkulaufzeit bis zu 18 Stunden. Genau. Ach Gott, das war mein Mann, der sitzt im Nebenraum und ist gerade am Telefonieren. War schon ganz erschrocken. Genau, bis zu 18 Stunden Akkulaufzeit, hat zwei Lüfteroptionen, also ihr habt einmal die Standard für dauerhaften Duft, also der läuft und läuft und läuft. Und ihr habt den Eco-Modus, da geht er zwischendurch aus und dann geht er wieder an. Also das ist so im Intervall nachher. Genau, dann habt ihr hier oben ist der Knopf zum Einschalten. Da unten ist der Ventilator drinne. Einmal
lange drauf gedrückt und er fängt an zu laufen. Dann habt ihr hier ein weißes Licht, das ist die Standardversion. Und wenn ihr nochmal drauf drückt, habt ihr ein grünes Lämpchen und das ist der Eco-Modus. Genau, dann kommen unsere Sensi-Pots da rein. Im Doppelpack kommen die. Ihr könnt einen, ihr könnt aber auch zwei reintun, weil es ist Platz für zwei. Deckel drauf und ihr habt sofort Duft. Genau. Jetzt ist er wieder ausgegangen, weil ich ihn im Eco-Modus habe. Hier unten ist das Knöpfchen fürs Licht. Ihr habt 7 Farben. Einmal lange drauf gedrückt. Dann wechselt er die Farben. Und wenn ihr mehrmals drauf drückt, könnt ihr euch die Farben auch aussuchen. Blau, lila, rosa, rot, weiß und gelb und grün. Genau. Das ist im Moment so das Highlight für Duft unterwegs. Ich habe einen im Auto und ich habe einen hier zu Hause stehen. Genau. Der mit dem Farbwechsel ist 71 Euro. Und dann gibt es noch unseren SensiGo Solid. Der ist für 50 Euro und hat eine Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden und nur eine Lüfteroption für kontinuierlichen Duft. Genau. Ich liebe ihn. Und er geht überall mit hin. Den kannst du in die Handtasche tun, den kannst du ins Auto stellen, den kannst du eigentlich überall mit hinnehmen. Genau. Wir können noch mal die Farbe wählen. Lila. Rosa. In Rot, Weiß, Gelb und Grün. Genau. Wer dazu Fragen hat, kann sich gerne bei mir melden und ich beantworte euch dann eure Fragen. Genau, zum Aufladen da unten, den Schnipsel da hoch und eingesteckt. Und er ist nach kurzer Zeit wieder einsatzbereit. Dauerduft. Wir machen mal Dauerduft und nehmen heute Lila zum Abend. Genau. So, nehmen wir noch ein Schlückchen Erdbeerbowle. Ich hoffe, euch geht es soweit gut. Ich gucke jetzt mal hier durch, ob es schon irgendwelche Fragen gibt. Nö, es scheint soweit alles okay zu sein. Ich begebe mich jetzt nämlich in meinen wohlverdienten Feierabend. Und wünsche euch noch einen schönen Abend und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Heute ist eingetroffen unsere Wiffbox, unsere Überraschungsbox mit einem limitierten Produkt in der Box. Dazu werde ich morgen ein Video machen. Oder vielleicht gehe ich auch morgen Abend nochmal live und zeige euch die Wiffbox. Genau, das ist natürlich auch eine Idee. Genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen Abend um 20 Uhr hier wieder live an gleicher Stelle. Und ich wünsche euch noch einen wundervollen Abend. Bis dahin!